Das ist schon echt viel Tee, den ich jetzt hier spille, ne, über die Make-up-Industrie. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es spannend, denn vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte vor einem Monat, vielleicht waren es auch schon zwei, ein Video gemacht. Was ist mit Kiko passiert? Ich bin in einen Kiko-Laden reingegangen, habe sehr, sehr viele verschiedene Produkte ausgetestet und ich habe mit euch so ein bisschen geredet. Was ist eigentlich mit der Marke passiert? Warum redet niemand über diese Marke? Warum verschwinden die ganzen Läden? Guess what? Vor ein, zwei Tagen hat es an der Tür geklingelt und ein riesengroßes Paket von Kiko hat mich erreicht. Unabhängig von diesem Video, denn ich erzähle euch ja immer alles, was so behind the scenes in der Make-up-Influencer-Make-up-Branche funktioniert und wie es abläuft. Kiko hat eine neue PR-Agentur oder überhaupt eine PR-Agentur jetzt in Deutschland, die sich darauf spezialisiert, die Marke wieder so ein bisschen spannender zu machen für die Leute. Und ich habe ein dickes Paket bekommen, denn Kiko wird 25 Jahre alt. Sie haben mir die komplette Happy Birthday Bellezza Kollektion geschickt. Die werden wir heute testen. Wir probieren so ein paar verschiedene Produkte aus und vielleicht haben wir ja noch den ein oder anderen Schmacker. Denn ich habe mitbekommen, dass ihr die Marke total schön findet und es auch selber schade findet, dass über die Marke so wenig gesprochen wird. Deswegen dachte ich mir, okay, wir haben super viele spannende neue Produkte, eine Limited Edition. Das mache ich hier gerne und ihr liebt diese Videos und deswegen dachte ich mir, machen wir das. Bevor es mit dem Make-up-Teil losgeht, freue ich mich, euch etwas zu zeigen. Denn ihr habt es wahrscheinlich schon gestern bei Instagram gesehen. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Beziehungsweise wir haben zwei neue Koch- und Rezeptbücher für euch gemacht. Ich habe einmal mein eigenes Salatbuch rausgebracht. Ihr wisst, ich bin im Moment in so einem krassen Wandel. Ich probiere mich viel, viel gesünder zu ernähren. Ich gehe jeden Tag meine 10.000 Schritte laufen und möchte einfach darauf achten, was füge ich meinem Körper zu. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und meine liebsten Salate für euch zusammengesucht. Und das sind nicht nur diese Basic-Salate, weil ganz ehrlich, ich habe keine Lust, jeden Tag den bunt gemischten Gartensalat zu essen. Deswegen gibt es hier 40 wundervolle Rezepte von mir persönlich für euch zusammengestellt mit einem ganz, ganz tollen Cover. Können wir kurz darüber sprechen? Ihr habt es bei Instagram schon gesehen. Das Ganze läuft bei den Koch- bzw. Rezeptbüchern wie folgt. Ihr habt auf der linken Seite immer die Zutaten und auf der rechten Seite wirklich ganz, ganz einfach erklärt. Das sind die Bücher aus dem Pelletier Verlag, die man aufschlägt. Man schaut vorne ins Verzeichnis rein, sagt, okay, heute habe ich richtig Lust auf einen Mexiko-Salat. Seite 14, hier steht alles drin. Ihr könnt euch das genauso abfotografieren, zum Einkaufen gehen, mitmachen und dann zu Hause nachkochen. Und ihr habt immer Platz für Notizen. Wir haben aber noch was Zweites und das kam letztes Jahr so, so gut bei euch an, dass wir gedacht haben, wir machen es einfach nochmal mit euch gemeinsam. Wir haben die Many Cooks Community Edition wieder für euch zusammengestellt. Die 40 besten Rezepte aus der gesamten Community, denn für uns ist es wichtig, dass wir mit euch gemeinsam Produkte kreieren und Produkte entwickeln und das machen, um euch eine Freude damit zu machen. Und ihr konntet Rezepte einschicken, die vielleicht bei euch in der Familie ganz beliebt sind, die ihr euch selber ausgedacht habt, um diese mit der Community zu teilen. Weil wir finden, es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam zu essen und gemeinsam Spaß zu haben. Und deswegen gibt es diese beiden Schätzchen ab sofort im Pelletier Verlag zum Vorbestellen. Ich packe euch den Link unten mal rein. Ihr kennt das Prinzip beim Pelletier Verlag, genauso wie bei Giacomo Cosmetics. Jedes Paket, jede einzelne Warensendung wird für euch per Hand von uns beiden gemacht. Wir unterschreiben die Bücher auch gerne, wenn ihr wollt, vorne im Deckblatt. Und ja, finde es einfach schön, dass wir gemeinsam mit euch solche tollen Projekte umsetzen können. Also schaut unbedingt im Pelletier Verlag vorbei. Wir freuen uns natürlich über eure Unterstützung und ich würde vorschlagen, der Link ist unten in der Infobox. Freunde, ich sehe ein bisschen aus. Es ist Ostern. Ach so, happy, was ist heute? Ostermontag. Happy Ostermontag, falls ihr Ostern feiert. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich ein bisschen gespannt, denn die Produkte sehen spannend aus. Und ich habe eine Theorie. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das Video nenne. Aber ich, das ist schon echt viel Tee, den ich jetzt hier spille, ne, über die Make-up-Industrie. Wir fangen mal mit dem ersten Produkt an. Das ist ein Glow Elixier, ein 2-in-1 Face Base Serum. Sieht so ein bisschen irisierend aus, so ein bisschen wie eine Perle. Kommt in einem Glasflakon. Auch die Verpackung war wirklich sehr, sehr süß. Ne? Also mit den pinken Ballons und alles so Gold, alles so ein bisschen Silber und Glitzer. Sehr, sehr hochwertig. Das ist mir letzte Mal bei dem Kiko-Video schon aufgefallen, dass die Produkte preislich halt wirklich
so Drogerie sind, ne? Aber qualitativ vom Design her eher so ein bisschen High-End sind. Und das fühlt sich auch so an. Es ist ganz, ganz leicht parfümiert und ist so ein bisschen wie ein... Erinnert ihr euch? Ich glaube, Rival Loves Me hatte mal so einen Primer. Den Super Unicorn Primer oder so. Also ein sehr irisierender Primer. Auf der Haut fällt das jetzt aber gar nicht mehr so stark auf. Also ihr seht, so ein bisschen Glow kommt durch. Er zieht auch sehr schnell weg und hinterlässt so ein frisches Gefühl. Das finde ich persönlich ganz spannend. Und ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Hier sind Produkte dabei, wo ich mir gedacht habe, das sieht ein bisschen aus wie etwas, was ich schon kenne. Ich nehme noch ein bisschen Primer. Wir wollen richtig aussehen. Sieht auch so ein bisschen aus wie Einhornspucke. Also, wie läuft das Ganze ab? Eine Firma geht in ein Land, meistens ist es Italien, für verschiedene Produkte und sagt, hallo, wir hätten gerne einen Lidschatten, einen losen Lidschatten. Dann sagt die Produktionsstätte, okay, schau mal, wir haben hier diese Range an Lidschatten. Gefällt dir was davon? Und dann sagst du, ja. Und dann kannst du die Farbe so ein bisschen ändern, kannst die Formulierung ändern, aber so das Grundkonzept steht. Und auf dieses Grundkonzept haben viele Firmen Zugriff. Deswegen ist es beispielsweise bei dem Charlotte Tilbury Puder so, dass es im Prinzip dasselbe ist wie das von Nabla. Und jetzt habe ich hier auch etwas gesehen. Es gibt hier nämlich diese Magnetic Eyeshadows. Und vielleicht erinnert ihr euch, das ist wirklich schon ein paar Jahre her. 3-4 Jahre auf jeden Fall. Da hatte Love Cosmetics diese Produkte. Und die Theorie ist, beziehungsweise ich glaube nicht mal, dass das nur eine Theorie ist. Eigentlich ist es, Fakt ist immer ein starkes Wort, aber Kiko produziert oder der Produzent für Kiko produziert auch für viele verschiedene andere Marken. Deswegen haben wir eine sehr, sehr gute Qualität. Teilweise genauso wie High-End, weil guess what? Ich habe hier einen Blush oder einen Bronzer beziehungsweise, der 1:1 ist mit dieser Hourglass-Palette. Das heißt also, wenn ihr ein High-End-Finish haben wollt, aber es euch nicht so wichtig ist im Prinzip, wie das Marketing der Firma ist oder wie teuer die Models sind, die auf Instagram sind, dann ist Kiko, glaube ich, eine gute Option, um teure Qualität zu haben, aber ein günstigeres Packaging, ein günstigeres Marketing, weniger schickimicki. Wisst ihr, was ich meine? Das ist bei diesen Luxusmarken ist es natürlich oft so, dass sie sehr viel Wert auf extra legen. Das ist hier nicht. Das Packaging ist süß, die Stores sind einfach, das Marketing ist einfach. Sie kommen jetzt natürlich so ein bisschen aus dem Puschen, würde ich mal sagen. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr das ähnlich seht. Wir probieren jetzt was anderes aus. Und zwar gibt es hier den Skin Trainer CC Blur. Den habe ich schon mal probiert. Ich gebe mir den wirklich nur auf meine T-Zone. Das ist im Prinzip so ein Silikonprimer. Ich habe den jetzt einmal in der Farbe Light, also für mich durchsichtig oder transparent. Und auch nochmal in der Farbe Dark. Auch hier swatche ich sie euch einmal kurz, wesentlich dunkler. Hier sieht man auch, dass die Marke natürlich viel Wert darauf legt, dass das alles sehr inclusive ist. Das ist selten bei limitierten Editionen so, dass wirklich für alle was gemacht wird. Hier sieht man das. Ihr seht auch sofort, dass das Ganze so ein bisschen ausgeblurrt ist und weich gezeichnet ist. Wer das mag, da ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ich bin jetzt nicht so der größte Freund von diesen klassischen Silikon-Pore-Blurring-Primern. Er fühlt sich 1:1 an wie der Benefit Professional. Boah, das ist schon Tee heute hier. Foundation gab es nicht. Der Glow auf der Haut gefällt mir aber sehr, 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 sehr gut. Er ist auch wirklich schön einheitlich weggezogen und hinterließ jetzt nur so einen ganz leichten Touch. Also das ist jetzt nicht so ein speckiges Finish. Wir benutzen jetzt eine Foundation, die ich wirklich über alles liebe, die NARS. Das ist die neue Light Reflecting Foundation. Ich habe die in der Farbe Valauris M1.5. Ist eine sehr, sehr schöne Foundation, die von der Deckkraft her Full Coverage ist. Aber sie sieht so wunderschön auf der Haut aus. Ich trage mir erstmal hier nur eine halbe Seite ein. Ich habe kein ganzes Video darüber gemacht, weil ich weiß, dass das dann nicht so interessant ist wie vielleicht eine Drogerie-Foundation. Ich will sie euch zeigen. Weil wir ja so ein bisschen, das ist ja das Konzept, glaube ich zumindest von Kiko, dass wir ein High-End-Finish haben, aber nicht ansatzweise High-End bezahlen. Das ist jetzt keine Foundation, die alle Drogerie-Foundations in den Schatten stellt, bin ich ehrlich mit euch. Die neuen Foundations aus der Drogerie, die dieses Jahr rausgekommen sind, beziehungsweise im letzten Jahr,
da kannst du nichts zu sagen. Da will ich auch nicht sagen, die sind wirklich fantastisch. Die ist aber schön und die hält wirklich sehr, 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 sehr gut. Ihr seht sofort den Unterschied. Das sieht aus wie Haut. Das hält den ganzen Tag und sie hat das Ganze so ein bisschen weich gezeichnet. Also sie ist jetzt nicht so eine typische Foundation, die wirklich glowy ist, so wie beispielsweise die Nivea Foundation. Der Porenbereich sieht aber sehr, sehr ordentlich aus. Das ist oft das Problem bei diesem Pore Blurring Primer, was ich persönlich habe. Wenn man den Primer nicht ordentlich genug einarbeitet, dann bilden sich so kleine Würstchen. Das hat sich jetzt hier nicht gebildet. Das sieht nett aus. Gefällt mir gut. Alright, die Foundation ist einmal eingeblendet. Ich mache einmal ganz kurz weiter mit ein bisschen Concealer und dann probieren wir was aus. Concealer lassen wir einmal ganz kurz ein bisschen setten. Wir benutzen jetzt einen Lippenstift. Auch der ist aus der Kollektion. Das ist die Farbe... Nee, das ist der Sparkling? Ach nee, schaut mal. Da haben wir schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja, da könnt ihr es sehen. Das ist dieser Sparkling Lippenstift. Catrice hat den einmal rausgebracht. Ich glaube sogar Made in Italy. Das ist ja auch Made in Italy. Und original in Anführungszeichen hat den Huda Beauty das erste Mal rausgebracht. Jetzt gibt es den von Kiko. Gib mir den mal. Wow. Eigentlich wollte ich einen Highlighter, wollte ich den als Blush benutzen, aber wir haben noch einen anderen. Das ist dieser hier. Die Farbe Velvet Passion. Packaging Iconic. Das ist so ein richtig schöner dunkelroter Lippenstiftton. Ich gebe mir den erstmal hier auf den Handrücken. Ich liebe ja so dunkle Blushes, auch auf hellerer Haut. Ich finde, das sieht immer sehr schön aus. Sehr cremig. Ist ein Velvet Matte, das heißt, er wird jetzt nicht so super glowy auf der Haut sein. Aber ich gebe mir den erstmal hier schon ein bisschen hin. Und ihr seht sofort, Pigment ist da. Mag es ehrlich gesagt im Moment so ein bisschen lieber als Creme Blush. Nicht unbedingt als Puder Blush, das ist nochmal was anderes. Creme Blushes als oder Lippenstifte als Creme Blushes zu benutzen. Ich finde, das sieht auf der Haut einfach nochmal ganz, 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 ganz anders aus und hält auch viel länger. So, und jetzt gehe ich nochmal hier über den Übergang mit dem Rest, den ich hier drauf habe. Und ganz ehrlich, I love it. Wunder, wunderschöne Farbe. Und wenn ihr den Ton auch nachher noch auf die Lippen gebt, vielleicht über oder beziehungsweise unter diesen Glitter-Lippenstift, I love it. Primer sieht schön aus. In der T-Zone ist alles ausgecancelt. Ich sehe keine einzige Pore. Ich sette das Ganze einmal kurz und dann haben wir ein Hourglass Dupe. Ich habe das Ganze einmal gesettet. Ich muss sagen, ich liebe die Base. Der Blush kommt immer noch durch und wir können auch jetzt wieder mit dem Pinsel, das ist von Letizia, der T3, einfach hier noch so ein bisschen rübergehen und wieder ein bisschen diese Frische zurückbringen. Ich habe immer Angst, dass wenn ich solche Videos für euch drehe, dass ihr sie nicht seht und das dann verpasst, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer von den anderen Beauty-Mäusen euch diese ganzen Insights verrät und ihr am Ende eine Menge Geld spart, wenn ihr wisst, okay, Kiko hat so ein Produkt, was eins zu eins dasselbe sein wird wie Hourglass, kostet aber nur 15 Euro vielleicht, 12 Euro anstatt 80. Das probieren wir jetzt aus. Das ist der Happy Birthday Bellezza Baked Bronzer in der Farbe 02 Sienna. Ein Suntan Effect Baked Bronzer. Suntan Effect, also sonnengeküsster Touch, hat einen leichten Schimmer drin. Ich mag das persönlich ja ganz gerne. Das ist aber kein Highlighter. Also ihr seht das, ne? Der hat Reflexion, aber nicht so stark. Gehe jetzt hier mal mit diesem Art Deco Brush einmal rein und tappe mir das Ganze nur hier so ein bisschen rauf, um zu schauen. Der wird jetzt nicht so einen richtig dunklen Effekt machen, sondern ich würde fast sagen, das ist wie so ein Finishing-Puder. Das ist ja bei den Hourglass-Produkten auch oft so, dass sie einfach nur so einen Touch geben. Wow. Einfach hier, kommt. Wir gehen das mal komplett übers gesamte Gesicht und schauen mal, ob wir dann aussehen, als wären wir frisch aus dem Mallorca-Urlaub zurück. Wunder, wunderschöne Farbe. Ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, der ist vielleicht ein bisschen gelb. Aber wenn wir den mit einem klassischen Bronzer mischen. Ich nehme jetzt hier einfach einen von Love und dunkel mir das ab, um wirklich diesen Bronzer-Touch zu haben. Und dann, ja, nice. Das als Finishing-Puder oben rüber. I love it. Auch auf Haut ohne Foundation kann ich mir das Ganze gut vorstellen. Der ist gut pigmentiert, hat eine schöne Farbe. Ihn wird es auch noch in einer anderen Farbe geben. Aber die Haut sieht dann halt immer so ein bisschen frischer aus. Habt wirklich keine Angst vor schimmernden Bronzern. Es gibt einen Unterschied. Doch, erinnert ihr euch, es gab mal von L'Oreal, glaube ich, so einen riesengroßen Bronzer. Der hatte so ein Schlangenpressing drin. Das war ein Highlighter. Das ist Quatsch, das sieht nicht mehr schön aus. Aber lichtreflektierende Pigmente da drin machen die Haut auch optisch viel, 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 viel glatter. Wir setten das Ganze einmal. Ich benutze jetzt hier das Spray von Art Deco
Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich finde es wichtig, dass ich euch auch zeige, dass das Make-up erst dann fertig ist, wenn es gesettet ist. Weil es macht, ihr seht sofort einen Unterschied. Alles schmilzt mit der eigenen Haut zusammen und auch die verschiedenen Farben im Gesicht kommen gut zusammen. Ich liebe, liebe, liebe das Finish. Wow, okay. Ich habe euch ein kleines Stückchen näher rangeholt. Ich mache mal ganz schnell die Augenbrauen. Gar nicht so viel. Ihr seht, ich habe die ja wieder ein Stückchen blondiert, dass sie heller sind. Ich finde, es sieht sonst immer so streng aus. Ich gehe jetzt hier in diese Jason Wu Palette. Ne? Ich dachte eigentlich damals, dass das eine Contouring Palette ist. Benutze die fast jeden, also eigentlich jeden Tag. Ich glaube, der 6 Euro kostet oder so. Vielleicht auch 9. Und die hat halt besondere Farben. Ne? Das sind halt nicht diese klassischen Blondtöne oder Brauntöne, sondern die haben so einen leichten Olivton. Und da meine Haut bzw. meine Haare immer so einen leichten Rotstich drin haben, finde ich, sieht das immer so ein bisschen ausgeglichener aus. Alright. Base, wunderschön. Ich weiß nicht, ob ihr diesen leichten Glitzer auf den Lippen sehen könnt. Ich persönlich finde den ganz im Sommer vor allen Dingen, ne? Wenn er so ein bisschen das Licht drauf scheint, dann sehen die Lippen natürlich auch viel, viel praller aus. Wir machen mal weiter. Wir haben was für die Augen. Und zwar diese Magnetic Eyeshadows und ein Cream Eyeshadow. Ich mache mal eine einfache Augenbeschminkung. Und dann kommen wir zu den Kiko-Produkten wieder. Ein ganz, 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 ganz einfacher Look heute mal. Also wirklich nur ein bisschen braun, ein bisschen dunkel. Denn ich will so viele von diesen Cream-Eyeshadows wie möglich probieren. Wir haben einmal die Farbe Rose in Gold. Ach, das ist ja... Nee, wartet mal, das ist was ganz anderes. Das ist ein Creme-Lidschatten. Der ist sehr, 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 sehr dunkel. Wir haben einen sehr hellen, das ist die Farbe Gold Infusion. Den wollte ich eigentlich als Cut Crease benutzen. So spannende Lidschattentexturen. Und dann haben wir halt diese Metallic Eyeshadows, die so ein bisschen dunkler sind. Ich probiere jetzt den mal aus. Ich nehme mir den Letizia und Maxim Pinsel 3. Hier steht keine Nummer drauf, das ist ein Muster. Und gehe hier rein. Das ist wirklich verrückt. Schaut euch das mal an. Das hat halt so ein Wellenmuster. Und das bleibt. Also wenn ich hier raufklopfe, dann kommt das wieder in die Form. Wir stempeln uns jetzt die Farbe einfach mal hier außen rauf. Ohne Base hält. Den aufs komplette Lid wäre auch schon schön. Wir können auch mal, warte mal, wir gehen mal hier in diesen Creme-Lidschatten rein, in den dunklen. Und geben uns den hier als Grundierung hin. Und dann setten wir das mit diesem Magnetic Eyeshadow. Also ihr müsst es nicht setten. Ihr könnt aber, und dann habt ihr halt diesen super Metallic Look. Seht ihr das? Die Farbe finde ich persönlich grauenhaft. Also das ist so ein ekliges, gammeliges Grau. Aber wenn das sich so ganz leicht settet und wir dann diesen Magnetlidschatten drauf pressen, ist das schon wunderschön. Schade, dass es den nicht noch heller gibt, oder? Nee, habe ich nicht da. Also ich habe halt nur diesen Cream Eyeshadow. Den könnte ich mir als Inner Corner vielleicht ganz gut vorstellen. Nehme ich die Nummer 4. Und gebe mir das einfach nur hier vorne hin. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese besonderen Texturen auch mögt. Ich ziehe mir... Oh, eine Cut Crease. Ob ihr diese besonderen Texturen auch mögt. Ich finde, das macht das Make-up dann immer noch so ein bisschen außergewöhnlicher. Ich weiß nicht, ob der Reflex so rauskommt, wie er aussieht, aber I love it. Wir haben noch was anderes. Wo ist es denn? Hier. Das ist so ein Duo Eye Stick. Einmal in matten Ton, glaube ich, in so einem Burgundy-Ton und in so einem Shimmer Metallic. Oh, gebrochen. Okay, wir nehmen mal den matten Ton und geben uns den unten in die Wasserlinie. Okay, also ich glaube, das ist wirklich vielleicht so ein Schätzchen, um Grundform hinzugeben. Alleine würde ich ihn jetzt, glaube ich, nicht tragen am unteren Wimpernkranz. Ich blende jetzt einfach hier mit ein bisschen Lidschatten alles aus. Ja, das ist so ein Ding, um wirklich den Lidschatten zum Haften zu bringen. Alleine lässt er sich nicht mehr ausblenden. Wir haben noch eine Mascara aus der Kollektion. Das ist die Luxurious Lashes Maxi Volume Mascara. Ein riesengroßes Bürstchen. Ist sie schwarz? Ja. Also ich glaube, ich mag's. Auf den Augen zumindest, weil das halt wirklich diesen Liquid Metallic Look ist. Aber das unten, das ist mir nicht ordentlich genug. Deswegen gehe ich jetzt noch mit einem Kajalstift in Schwarz einfach hier unten lang. Und auf die Lippen. Ich glaube, dass der Ton, den wir auf den Wangen haben, zu dunkel ist. Wir haben noch die Farbe 04. Bright Red. Das sieht dann aus wie ein Clown.
Ich mache mal meine klassische Maxim Giacomo Nude Lippe. Die gefällt euch im Moment sehr gut. Und jetzt diesen Sparkling Lippenstift drüber. Das ist aufregend gewesen. Ganz ehrlich, ich habe so eine kleine Theorie. Wir werden das in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen genauer testen. Wenn Kiko jetzt wirklich weiter in Deutschland sich so ein bisschen etablieren möchte und wieder ein bisschen bekannter werden möchte, möchte ich die These aufstellen. Wenn Kiko es schafft, so weiterzumachen, wie sie gerade tun und auch mit den verschiedenen Texturen und den verschiedenen Designs und den verschiedenen Möglichkeiten von verschiedenen Produkten, kann es sein, dass High-End-Make-up, wenn wir nur auf das Produkt gehen, wirklich überflüssig wird. Ich bin ja sonst immer so, dass ich sage, okay, Drogerie-Make-up wird immer besser. Drogerie-Make-up ist so gut wie High-End. Der Unterschied ist aber natürlich, dass auch dieses Feeling bei den Drogerieprodukten oft, nicht immer, oft anders ist als bei High-End-Produkten. Wenn du mir jetzt das Ding hier blind in die Hand gegeben hättest, hätte ich dir nicht sagen können, dass das nicht 80 Euro kostet. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne ein kleines Feedback in die Kommentare. Und als kleiner Reminder, schaut unbedingt im Belletier Verlag vorbei und wir freuen uns über eure Unterstützung. Die zwei ganz, ganz neuen Rezeptbücher von Danny und mir und von mir, mein Salatbuch. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ihr Süßen. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!